Was geht, Leute? Endlich ist der erste Trailer zu Godzilla gegen King Kong erschienen und wir schauen uns das Ganze jetzt an und ihr könnt unsere Reaktion daraus sehen. Genau. Fangen wir an, würde ich sagen. Ne? Ich klicke mal. Nein, danke. So, mach kurz Pause, geh wieder auf 0. Mach groß. Ja, Autoplay, okay. Automatisch, 1080p. Bumsfallerad. Erlebt. So, in 3, 2, 1 und go. Lauter machen. Das ist unsere einzige Chance. Muss knallen. Aha. Wir Kong ist müssen sie gefesselt. ergreifen. Wie das? Haha, da guckt er. Wir brauchen Kong. Ah, hier, Tarzan. Die Welt braucht ihn. Ja, das ist Gasgard. Um aufzuhalten, was kommt. Also, die könnten einfach festhalten können, ey. Und dieses Kind. Mini sie ist die einzige, mit der er kommunizieren wird. Ich weiß, dass sie etwas verbindet. Sie konnte nirgendwo hin, also habe ich versprochen, sie zu beschützen. Und ich denke, in gewisser Weise. Warum ist der Professor? Das Gleiche getan. Ah, da ist er. Oh, ja. Der fährt ja einfach mal durch. Alles klar. Oh, die Musik ist gut. Ah, jetzt kommt er hoch. Was? Es ist Godzilla. Ja. Einfach mal ein Punch. Ja, oh. Ich hab schon. Es sind gefährliche Zeiten. Ja. Oh, Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Das ist 100% Mecker, was wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht. Die Mythen sind wahr. Es gab einen Krieg. Yo. Und sie sind die letzten Überlebenden. Wer beugt sich wem? Kong beugt sich niemandem. Ja, zu laut. Oh, Alter. Ja. Okay. Ja, so. Ja, was würdest du jetzt so zu dem Trailer sagen? Überraschend gut tatsächlich. Besser als erwartet, finde ich. Aha. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Film draußen ist. So, ne? Also King Kong kommt stärker rüber als gedacht. Aha. Weil ich hätte eigentlich gedacht, so okay, das ist ein Riesenaffe, aber Godzilla, ey, der ist halt ein bisschen OP eigentlich. Aha. Aber sah jetzt im Trailer erstmal gar nicht so danach aus. Willst du mich mal fragen, was ich davon halte? Was hältst du denn davon? Ich hab Bock. Ja, hoffentlich sind die Kinos wieder offen, wenn der läuft. Es ist zwar sehr optimistisch, aber ja. Dann müssen wir den eigentlich im IMAX sehen, ne? Können wir machen. Und dann können wir uns wieder die Ohren wegfetzen lassen. Ach ja, boah. Ja, auf jeden Fall. Alter, ich hab Bock, ey. Ja, ich bin gespannt. Ja, warum ist Godzilla aggressiv, sag mal. Das ist eine gute Frage. Der hat, glaube ich, morgens nach dem Aufstehen nicht so ein geiles Frühstück gekriegt. Und er macht das King Kong dafür verantwortlich. Ich glaube. King Kong hat die Banane drauf gegessen. Ja, das ist schlimm. Der wirft die auch immer. Ja. Also meine Theorie ist ja, es wurde gemunkelt, dass Mecha-Godzilla im Film vorkommen soll. Okay. Und das ist ja einfach ein künstlich erschaffener Godzilla. Ich denke einfach mal, dass dieser aggressive Godzilla entweder wirklich Godzilla ist, der merkt, dass da irgendwas nicht stimmt, oder es ist tatsächlich Mechagodzilla, der einfach nur Rabatz macht. Damit alle denken, Godzilla ist böse und damit irgendwie alle Menschen drauf kommen, okay, wir müssen alle Kaijus auslöschen. Könnte ich mir vorstellen. Könnte sein, ich bin da jetzt nicht so im Thema wie du, aber bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil der sah jetzt auf jeden Fall eigentlich nur aggressiv aus. Ja, und das Vieh, was er rumgeschmissen hat, der Kong auf seiner Insel, da wurde erst vermutet, dass das der Endgegner ist, weil es gab schon Spielzeug-Leaks.
Und da dachte immer jeder so, oh krass, das ist ja ein heftiges Viech, aber anscheinend ist das ja nicht der Endboss. Man hätte ja so zwei, drei von denen rumfliegen sehen. Ja, stimmt. Und ich habe auch gelesen, die sollen jetzt in die Hollow Earth reingehen, also in diese Hohlerde. Okay. Und da sollen dann auch wieder irgendwelche Viecher wohnen und alter Schwede. Ich hab Bock. Ja, und das hat gut gemacht, ne? Also vom Trailer her sah das jetzt... Ja, die Musik, ne? Dieser Rift. Ja, das passt auch wieder perfekt so, ne? Ja, Mann. Voll schön mit Power Mute und dann gib ihm. Ja, ich bin echt mal gespannt. Oh ja. Ich will mir den gleich mal 30 Mal angucken. Wie fandet ihr den Trailer? Habt ihr ihn schon gesehen? Beziehungsweise ich versuche den hier irgendwo reinzuschneiden, wenn ich das kann, wenn ich das darf. Und ja, eure Reaktion gerne in die Kommentare. Habt ihr Bock auf den Film? Ich ja. Du auch. Ich auch, ja. Musst du, ja. Okay. alles klar. Und ich würde sagen, man sieht sich. Was war das denn? Das war ein Peace-Zeichen. Okay. Peace. Peace. Friede sei mit euch.